total debt we were. Yeah. This is it was really important day. Yes. And it was very interesting. Ich habe unsere Position auch dabei noch einmal deutlich gemacht, genauso wie ich sie heute schon einmal in Jerusalem deutlich gemacht habe. Wir sind sehr besorgt über die Folgen einer möglichen Annexion und wir sind uns darüber auch ganz grundsätzlich innerhalb der Europäischen Union einig. Wir stehen zu einer verhandelten, einvernehmlichen Zwei-Staaten-Lösung und wir sind uns einig, dass einseitige Schritte von beiden Seiten uns diesem Ziel nicht näher bringen werden. Annexionsschritte genauso wenig wie einseitige Reaktionen darauf, sollte es solche Entscheidungen geben. Beides gefährdet die Stabilität der Region und hat großes, großes Eskalationspotenzial. Und deshalb ist nach unserer Auffassung gerade jetzt die Stunde der Diplomatie. In dieser kritischen Phase muss es vor allen Dingen darum gehen, neue kreative Impulse für die Wiederbelebung der Gespräche zwischen Israelis und den Palästinensern zu setzen. Und diese müssen von beiden Seiten mitgetragen werden. Und wie dies gelingen kann und was die palästinensische Seite dazu beitragen kann und auch beitragen muss, darüber haben wir in der Videokonferenz mit dem Premierminister gesprochen. Wir stehen bereit, zu einem solchen Weg gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, aber vor allen Dingen auch den Partnern in der Region wie Jordanien beizutragen. Ich freue mich, dass wir dabei auch auf die Unterstützung Jordaniens zählen können und ganz besonders auch von dir, Ayman, persönlich. Und wir wollen dabei auch auf einem Format aufbauen, das wir mit Jordanien, Ägypten und Frankreich am Rande der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz etabliert haben. Wir haben in dieser Runde, und möglicherweise ist selbst diese Runde noch nicht ausreichend, um das Thema weiter zu besprechen, aber schon einmal sehr viel Übereinstimmung erzielt, wenn es darum geht, die Situation und den Nahostfriedensprozess weiter zu begleiten und von allen Seiten dazu beizutragen, dass es vor allen Dingen irgendwann dann doch eine einvernehmliche Lösung geben kann. The focus now is on preventing annexation. Annexation must not happen, and annexation must not go unanswered, because annexation will simply kill the two-state solution, undermine the foundation of the peace process, and deprive the whole region and its peoples of their right to live in peace. So I think what we're working on, along with our German partners and our partners in the region and beyond, is to make sure that everybody understands how dangerous annexation is going to be, how imperative it is to stop annexation, because ultimately it is a path to institutionalized apartheid in Palestine, and that's not a recipe for peace.